Guten Morgen. Es ist jetzt wieder Mai und natürlich gibt es wieder ein Business-Update von April. Das möchte ich euch nicht vorenthalten, auch wenn ich immer wieder verwundert bin, dass diese Videos so viel geschaut werden und auch so viel geliked werden, weil, ja, ich meine, in meinen Videos oder generell geht es um ein bewusstes Leben und ich bin jemand, der sehr, sehr häufig dazu animiert, schaut, dass Geld wirklich nur ein Tauschmittel ist, dass ihr Geld nicht so eine große Priorität beimisst in eurem Leben. Ihr sollt damit euren Lebensunterhalt verdienen und dann ist gut. Es gibt so viele Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Geld gehört nicht dazu. Und trotzdem sind es genau die Zuschauer, die meinen Kanal schauen, die insbesondere diese Business-Update-Videos ja, sehr, sehr gerne schauen und auch mögen. Und das ist eine Situation, die fühlt sich ein bisschen ambivalent an, das gestehe ich ja auch ein. Aber nichtsdestotrotz, ich lebe in Akzeptanz mit allen und so denn auch mit eurer Lust auf die Business-Updates. Also, und da gibt es diesen Monat sehr, sehr Interessantes zu vermelden. Es waren diesen Monat sehr viele Einnahmen, sehr große Einnahmen. Das wird euch freuen, das freut mich auch natürlich. Und ja, und das möchte ich euch heute sozusagen mitteilen. Dem zugrunde liegen verschiedene Mechanismen seitens YouTube, dass ich versuche diese Business-Updates auch immer zu nutzen, um euch wirklich auch noch was Wissenswertes rüberzubringen und nicht nur immer einfach nur ja, die Einnahmen zu sagen, das kann ich auch in einem Blogpost machen, sondern ich versuche das auch immer zu verbinden mit Wissenswertes für andere Menschen, die vielleicht auch einen YouTube-Kanal starten wollen oder einen YouTube-Kanal haben und da ein bisschen schauen wollen, ja, auf was sie besonders achten müssen. Und eine Sache, die auch zu vermehrten YouTube-Werbeeinnahmen diesen Monat geführt hat und das auch ein durchaus großer Bestandteil diesen Monat ist von meinen durchaus sehr hohen Einnahmen, ist, dass YouTube es besonders honoriert, wenn ihr Menschen von externen Seiten, sei es Facebook, sei es irgendwelche Blogs, auf denen ihr seid, und von denen ihr sozusagen die Zuschauer zu euch auf die Werbeseite holt, seien es Foren, wo über euch diskutiert wird, seien es Webseiten, die mit euch irgendwie ein Netzwerk gebildet haben oder was auch immer. Also wenn ihr viele Menschen aus externen Seiten auf YouTube bringt, das heißt nicht nur, dass ihr innerhalb von YouTube auch ja, von einem anderen Video verwiesen werdet, sondern wenn ihr extern wirklich von externen Seiten Leute auf YouTube holt, dann ist das YouTube sehr, sehr viel wert. So was wie eine Kundengewinnung, eine Kundenakquirierung. Und das wird sich auch bei euren Werbeeinnahmen widerspiegeln bei YouTube. Es gibt verschiedene YouTuber, die haben sehr viele Views, aber relativ geringe Werbeeinnahmen. Bei mir ist es im Endeffekt genau andersrum. Ich habe also in Relation zu meinen meinen Views relativ hohe Werbeeinnahmen. Und das liegt eben vor allem, in diesem Monat sehe ich das auch an YouTube Analytics, daran, dass ich sehr viel Aufmerksamkeit von externen Seiten generieren kann. Das heißt, Menschen reden über mich, ich bekomme Aufmerksamkeit auf irgendwelchen externen Seiten. Vor allem muss man auch sagen, Google, die Suchmaschine Google, da werde ich häufig gefunden mit verschiedenen Videos, die ich gemacht habe, die nicht nur bei YouTube sehr hoch gerankt sind, sondern eben auch bei Google. Und das ist natürlich ja, eigentlich so das Beste, was passieren kann. Da muss ich gar nichts groß tun. Also da muss ich keine Kooperation mit Webseiten eingehen oder sonst was, sondern ich mache einfach meine Videos und Google findet die und das ist halt auch eine externe Seite, Google. Und bei Facebook genauso. Wobei ich selber bei Facebook meine Videos nicht teile, weil ich finde auch, so Facebook, das ist hat nichts erstmal in erster Linie mit Videos zu tun. Ich poste ganz, ganz selten auch mal ein Video bei Facebook. Aber generell poste ich da einfach nur meine Bilder oder Informationen und lasse YouTube YouTube sein und Facebook Facebook. Aber es gibt viele von euch, und da bin ich unglaublich dankbar, die meine Videos teilen. Das sehe ich halt dann auch. Da sehe ich, das Hauptsächliche, wo meine Videos geteilt werden, ist WhatsApp. Das heißt, ihr seht das und ja, ihr teilt das dann euren Freunden und sagt, hey, schaut euch mal das Video an, da hat jemand was gesagt, das ist interessant, oder er sagt, der ist so bekloppt, den müsst ihr euch mal anschauen, oder was auch immer, ihr teilt es auf jeden Fall, ich bekomme Aufmerksamkeit, und das ist in erster Linie halt erstmal das Wichtigste, ne? Überhaupt wahrgenommen zu werden.
Und das zweithäufigste bei mir ist Facebook. Das heißt, dass die Leute mich auf Facebook teilen. Und das dritthäufigste ist in die Zwischenablage kopieren, nennt sich das. Das heißt, jemand kopiert sich mein Video oben und ja, postet es irgendwo auf einer Webseite, in einem Forum oder ja, irgendwo, wo man darüber diskutieren kann. Und das sind die drei Hauptquellen. Und ja, die drei Hauptquellen sorgen dafür, dass ich diesen Monat halt ja, besonders viele Einnahmen habe. Dafür halt danke. Und ich finde das auch in Ordnung, wenn ihr, was ich gerade gesagt habe, wenn ihr mit Freunden über meine Videos diskutiert und das auch mal kritisch teilt und sagt, hey, der hat was über ein Thema, was immer kritisch gesehen wird, die Altersvorsorge. Der hat was über die Altersvorsorge gemacht, ein Video gebracht. Das finde ich kontrovers. Und was, wie seht ihr das? Und so weiter. Also durchaus auch kritisch da hinterfragen, weil die Welt zu beeinflussen positiv gelingt natürlich mehr, wenn ich Menschen begegne, die, sage ich mal, eher kritisch oder die kein bewusstes Leben führen, die in erster Instanz sich vielleicht von mir abgestoßen fühlen. Das ist ein Publikum, wo ich natürlich mehr erreichen kann. Natürlich auch nur bis in einem gewissen Grade. Wem ich komplett unsympathisch bin und der mich mit überhaupt nichts anfangen kann, den werde ich natürlich nicht erreichen. Aber ja, wenn er sich ein bisschen kritisch auseinandersetzt, das sind halt Menschen, die ich besonders erreiche. Und wenn sie dann von externen Seiten kommen, honoriert das YouTube besonders. Und ja, deswegen, also danke an alle, die meine Videos teilen, die sich mit meinen Videos auseinandersetzen, mit anderen Menschen darüber reden, sagen, hey, das ist ein interessantes Video. Da einfach wirklich mal danke. Und da muss man auch dazu sagen, YouTube ist halt so demokratisch wie sonst gar nichts. YouTube, das kannst du freiwillig schauen, das kannst du nicht schauen. Du schaust ein Video und sagst, okay, nein, interessiert mich nicht, gehst zum nächsten Video. Und das ist halt so eine Sache, das macht YouTube auch so einzigartig. Die Leute können selber ihr Programm bestimmen und die Leute können Videos schauen von Menschen und dadurch zeigt das YouTube, okay, dieser Mensch wird geschaut, dieser Mensch erregt Aufmerksamkeit, dieser Mensch ist am Puls der Zeit und entsprechend wird das honoriert. Und jemand, der eben das nicht bedient, der wird eben, ja, der fällt einfach dann eben unten durch. Und im Gegensatz zu den öffentlichen rechtlichen Fernsehen zahlen wir die GEZ zwangsweise. Und es ist ja nicht mal so wie früher, man keinen Fernseher zahlt, keine GEZ. Nein, internetfähiges Handy reicht auch schon oder ein Auto reicht auch schon, weil du potenziell ein Radio eingebaut haben könntest. So, und das ist halt echt irgendwo, ja. Aber YouTube ist halt so demokratisch wie sonst nichts. Und ja, jeder Euro, der sozusagen über die YouTube-Werbeeinnahmen verdient wird, ist demokratisch perfekt. Ich bin ja auch ein Fan der Demokratie. Ich habe ja auch viele Zuschauer, wo ich weiß, dass Demokratie kritisch gesehen wird. Ich bin absolut Fan von Demokratie. Ich finde das sehr, sehr gut. Und von daher, ja, bin ich auch sehr zufrieden mit YouTube. Ja. Die YouTube-Einnahmen setzen sich wie immer zusammen aus den Werbeeinnahmen, aus den Affiliate-Einnahmen, aus den Buchverkäufen und natürlich auch aus den Patreon-Einnahmen. Und ja, da, ich will es heute gar nicht mal so lange ausführen, schaut dann einfach die anderen Business-Videos, was das im Einzelnen bedeutet. Einfach danke an alle, die sich in irgendeiner Weise engagieren, das heißt in irgendeiner Weise an mich denken, bevor sie bei Amazon oder bei anderen Anbietern einkaufen und dabei auf meine Affiliate-Links klicken. Links klicken und natürlich auch an die Menschen, die echt monatlich sagen, hey, ich finde das toll, was du machst monatlich, kriegst einen Euro von mir im Monat, 88 Cent im Monat, tut mir nicht weh, aber ich zeige einfach meinen Support bei Patreon und zeige, hey, finde ich gut, oder viele machen es auch über Dauerauftrag, vieles übertrieben, 6 Leute machen es mittlerweile über Dauerauftrag, Überweisung zu Überweisung, also auf das Bankkonto und gehen halt nicht über Patreon, ist wie das möglich. Ich freue mich total über alles, was da irgendwie in meine Richtung fließt, direkt an Geld, aber eben auch, wenn er an mich denkt mit Affiliate, das heißt, dass ihr halt vor euren Einkäufen da an mich denkt. Und ja, ansonsten, ja, kommen wir mal zu der Summe. Also ich habe diesen Monat 864 Euro eingenommen. Das ist zwar noch nicht der Rekord, ich hatte schon im November und Oktober oder Oktober, ich weiß nicht, also da war ich auch mal so einen Monat dabei, da hatte ich auch sehr, sehr viel Geld eingenommen, also nicht ganz der Rekord. Aber ja, 864 Euro. Und das ist unter anderem, das ist ja einigen wichtig, ich sehe das auch immer in den Kommentaren, weil das Thema immer wieder hochkommt. Das bedeutet natürlich auch, in diesem Monat zum Beispiel bin ich jetzt nicht in irgendeiner Weise im Sozialbezug. Das heißt, ich bekomme jetzt hier nicht irgendwo Geld zusätzlich vom Staat oder so weiter. Ich sage das deshalb, weil diese Wichtigkeit, die vielen Menschen diesen Fakt beimessen, das ist für mich
so ein Fakt, wo man auch mal bewusst mal drüber reden sollte. Ne? Wir leben in Deutschland, wir haben in Deutschland ein soziales Netz. Und dieses soziale Netz ist genau dafür da, wenn sich Leute beruflich umorientieren. Ne? Dass man sozusagen ins ALG 2 fällt, ins ALG 1 fällt oder was da für soziale Auffangnetze gibt, Sozialgeld und Wohngeld und gibt es ja selbst. Das ist dafür da, dass wenn Menschen sich beruflich umorientieren wollen, dass genau, dass sie aufgefangen werden, genau wie die Rente da ist, dass die Menschen, wenn sie alt und nicht mehr arbeiten können, dass eben auch die Grundsicherung mindestens existiert oder halt dann eben die Rente, die in etwas mehr ist. Und das ist ein Instrumentarium, das sollte man nutzen. Das ist wichtig. Es ist wichtiger und ich befürworte das wirklich aufs Schärfste, dass wenn ihr euch beruflich umorientieren wollt, dann geht in das soziale Netz rein und holt euch sozusagen das, was euch zusteht in Deutschland. Wir haben ein soziales Netz. Deutschland geht so gut wie keinem anderen Land, meiner Meinung nach. Es gibt oder weniger andere Länder, denen es so gut geht wie Deutschland. Und deswegen ist es euer gutes Recht, in das soziale Netz zu gehen und euch auch davon zu bedienen, um eben dann was ihr spürt, was ihr tun wollt, dass ihr das auch tun könnt. Und dann eben auch wieder zum Bezahler des sozialen Netzes. Aber das ist der Kreislauf, der wichtig ist. Ne? Ich kenne halt auch ein paar Personen, die sagen, oh nein, bloß nicht in irgendein Arbeitslosengeld 1 fallen, ne? In erster Instanz. Weil, oh nee, da bin ich ja nichts mehr wert oder so. Totaler Quatsch, ne? Das ist ein Konsens in Deutschland. Das ist unser Konsens, unser demokratischer, sind wir wieder bei der Demokratie, unser demokratischer Konsens, dass wir dieses soziale Netz haben. Auch damit es keine sozialen Unruhen zum Beispiel gibt. Aber das ist halt sehr, sehr, ja, das ist ein Konsens. Und genauso müssen auch viele mit dem Konsens leben, dass es erlaubt ist, Tiere zu essen. So, da müssen auch die Menschen mitleben. Und deswegen sage ich, wenn jemand neben mir eine Bratwurst ist, sagt, hey, du isst eine Bratwurst, wie kann denn das sein? Das ist doch unmöglich, du nutzt die Tiere aus. Ne? Aber es gibt immer wieder Menschen, die sagen, hey, du beziehst ALG 1 oder Sozialgeld, ALG 2, Wohngeld oder irgendwas, du Schmarotzer, du. Ne? Das ist alles Konsens. Das ist genauso Konsens, dass wir unsere Kinder in die Schule schicken müssen, dass es eine Schulpflicht gibt, das ist Konsens. Alles das ist Konsens und deswegen können wir auch auf diesen Konsens zugreifen und entsprechend, ja, an euch, die da draußen sind und die immer sagen, ja, und es gibt ja Monate, wo du sozusagen aufstockend dann was beziehst, auch wenn das jetzt nur noch ein paar Euro sind, ja, diesen Monat ist es tatsächlich so, dass ich da was reinzahle und nichts rausbekomme und ich denke mal, das wird in Zukunft wahrscheinlich, ja, wenn YouTube-Abonnenten weiter steigen, wir sind ja mittlerweile 7000 Leute, wird es auch immer mehr werden. Aber ich sage noch einmal deutlich, ich messe dem keine Priorität zu. Es ist natürlich nett, ne? Es ist nett, weil, ja, wenn man sozusagen nicht auch sozusagen Rechenschaft ablegen muss, ich muss ja alles offenlegen, was ich tue, wie ich es tue. Es ist noch so, dass sozusagen von Amts wegen damals Leute zu mir gekommen sind und haben sich das alles angeschaut, haben auch geschaut, ob da Potenzial ist, vielleicht nicht noch zusätzlich irgendwie Pizza auszufahren oder sowas. Es wurde ja alles geprüft in Deutschland, was auch das gute Recht ist, ist ja der Konsens. Und dann hat man meine Arbeit gesehen, auch wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ja, und die Leute haben dann halt gesagt, wunderbar, weiter. Und entsprechend werde ich da auch gefördert seitens des Amtes und bin total froh. Wie gesagt, diesen Monat halt eben nicht mehr, aber vielleicht nächsten Monat schon wieder. Keine Ahnung, wie das mit der Wanderung ist, mit den Videos, ob das dann, ja, wie sich das monetär auswirkt. Ich weiß es nicht. Ich halte es einfach so, wie ich es schon immer gemacht habe. Ich mache einfach das, was mir Freude macht und ja, schaue einfach mal, inwieweit das auch dazu dienen kann, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und tatsächlich, man kann es eigentlich schon seit Ende letzten Jahres, hat es erfahren, dass es halt schon Monate gab, wo ich halt komplett aus dem Bezug raus bin und so kriege ich vielleicht dann noch 50, 100 Euro, je nachdem, wie der Monat halt läuft. Und ansonsten, ja, das dazu. Also, ihr wisst wieder Bescheid und auch heute wieder, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr weiter die wichtige Geldfrage immer wieder erörtert haben möchtet und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Tipp für YouTube, wie heute, wie gesagt, das mit den externen Seiten, was mir diesen Monat definitiv, das habe ich gemerkt, wirklich da geholfen hat. Ja, dann gebt einen Daumen nach oben und zeigt mir, dass ihr das interessant findet. Noch schöner ist es, wenn ihr zusätzlich zum Daumen einfach einen Kommentar schreibt und auch schreibt, was ihr so gut daran findet. Damit ich euch vielleicht ein bisschen besser verstehe, weil, wie gesagt, es gibt dieses Business Update einmal im Monat und ich rede über Geld, aber im Endeffekt habe ich jedes Mal, wenn ich das Video mache, eben so ein ambivalentes Gefühl hat. Das ist einfach,
Aber zu einem gewissen Teil bin ich auch für euch da und mache auch Videos für euch. Die Business Updates mache ich nur für euch. Und deswegen hoffe ich auch besonders, dass es euch das gefallen hat. Und achte bei solchen Videos auch ganz besonders auf euer Feedback. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.